laut, ich bin doch nicht. Ich hätte neue dabei. Zerstörung unserer Wirtschaft, die Zerstörung unseres. Hat euch mal so richtig. Sondern die beiden Seiten friedlich wieder zusammenzubringen. Und dann auch diejenigen getötet hat, die versucht haben, den Verletzten dort zu helfen.
Das war das Verbrechen, das Julian Assange aufgeklärt hat. Die Verbrecher, die dafür verantwortlich sind, sitzen nicht im Gefängnis, aber Julian Assange sitzt im Gefängnis. Daran kann man eindeutig sehen, dass der Westen heuchelt, dass der Westen heuchlerisch handelt, wenn er behauptet, wir sind die Vertreter der westlichen Werte und die andere Seite sind autoritär, diktatorisch und zu verurteilen. Diese Verbrechen, die Julian Assange aufgeklärt hat, sind zu verurteilen und solange sie nicht vollumfänglich verurteilt werden, kann der Westen nicht von sich behaupten, dass er westliche demokratische Werte vertritt. Ich glaube, ich habe jetzt eine recht gute Argumentation gebracht. Trotzdem halt irgendeine Rotzgöre uns einfach den Mittelfinger zeigen zu müssen. Ich denke, das ist ein Zeichen unserer Zeit. Herr Lindner, unser Finanzminister, redet immer wieder von Herrn Nawalny, der in Russland politischer Gefangener ist. Herr Lindner hat jedes Recht dazu, darüber zu reden, aber er ist ein Heuchler, wenn er nicht gleichzeitig auch über Julian Assange redet, genauso wie Herr Habeck ein Heuchler ist. Julian Assange hat dafür gesorgt, dass wir mehr Wahrheit wissen. Er hat echten Journalismus betrieben und dafür wird er vom gesammelten Westen in Einzelhaft gesperrt. Er sitzt seit über 4 Jahren in Einzelhaft in England, ohne ein Verfahren, ohne ein Urteil. Das ist der werte Westen. Das ist die Heuchelei, die wir nicht mehr schlucken wollen. Unsere Medien können uns erzählen, was sie wollen. Wenn sie sich nicht für Freiheit von Julian Assange einsetzen, sind sie unglaubwürdig. Und damit haben wir jedes Recht der Welt, ihnen nicht zu vertrauen und uns eine eigene Meinung zu machen. Thank you.
Wir fordern schon seit mehreren Jahren Freiheit für Julian Assange und wir werden auch nicht aufhören. Für die Freiheit! Für die Freiheit und gegen die Heuchler. München steht auch seit über 2 Jahren auf der Straße. Waffen! Wir Mitbürger, wir sind München, steht auf! Der Lügner und Heuchler ist zum Verdienste. Entschuldigung, jetzt hat mich dann hier ablenken lassen. Ohne Waffen! Fühlt, wie gut es sich anfühlt.